Hey Leute, hier ist Linus von Fireball Productions und ich zeige euch heute, wie man mit GIMP 2.8 dieses Logo erstellen kann. Dazu öffnen wir ganz einfach GIMP 2.8. Eine andere Version ist auch komplett okay und gehen dann auf Datei, Neu und machen uns ein Bild mit 2560 Pixeln in der Höhe und Breite. Ich habe das allerdings schon gemacht, deswegen lösche ich das jetzt wieder. Wir haben jetzt also unseren Hintergrund schon mal gesetzt und können nun mit der Logo-Kreation beginnen, wenn wir wollen. Dazu müssen wir uns aber auf jeden Fall sicher sein, was wir denn überhaupt für ein Logo machen wollen, wofür es gedacht ist und vor allen Dingen auch, wie der Name unserer Institution oder unserer Firma, für die wir das Logo machen, nun lautet. Wenn ihr Lust habt, könnte ich auch gerne noch ein Video über die Logo-Erstellung an sich nochmal separat machen. Dazu schreibt ihr mir einfach in die Kommentare, wenn ihr das wollt. Aber zurück zu unserem speziellen Fall. In unserem Fall geht es nämlich um einen YouTube-Kanal. Genauer gesagt meinen YouTube-Kanal und der nennt sich Fireball Productions. Und ich möchte auf diesen Kanal gerne Videocontent bringen, der anderen Leuten hilft, selber Logos oder ähnliches zu erstellen. Mit diesem Wissen also können wir nun wieder zurück zu GIMP gehen und uns an die Logo-Kreation machen. Es liegt nun allerdings auch ganz an euch, wie man dieses Logo jetzt im Speziellen gestaltet. Ich möchte natürlich für mich, dass es ästhetisch ansprechend aussieht und natürlich auch noch ein wenig Professionalität ausstrahlt und es sollte auch noch ein bisschen was mit den Namen zu tun haben, wie nun eigentlich dieser YouTube-Kanal heißt. Als das alles nun geklärt war, habe ich nun das freie Auswahl-Tool genommen und habe erstmal einige Formen gezogen, um diese dann später auch mit dem Füllwerkzeug auszufüllen. Als nun die grobe Arbeit getan war, war ich leider immer noch nicht so ganz zufrieden mit dem, was ich nun vor mir liegen hatte und habe mir dann gedacht, dass vielleicht ein paar weiße Akzente in diesen schwarzen Formen noch ein bisschen mehr Pep bringen würden und habe das dann auch noch eingefügt. Am Ende habe ich dann diese eine Hälfte meines Logos kopiert und danach dann nochmal gespiegelt auf der vertikalen Achse und fertig war mein Logo. Nun ja, noch nicht ganz. Mit dem Kolorieren habe ich mich dann schon noch ein bisschen schwer getan. Am Ende habe ich mich halt für die Farben entschieden, die ihr auch auf dem YouTube-Banner und dem Logo sehen könnt. Danach habe ich es noch schnell exportiert als PNG einfach und es dann auf Google Plus hochgeladen, wo es dann direkt meinen Kanal geziert hat. Ja, und so einfach habe ich halt mein Logo gemacht. Ich finde, es ist ganz gut geworden, es sieht auch relativ professionell aus und es erfüllt halt einfach seinen Zweck. Der Prozess an sich kann natürlich von Logo zu Logo sehr unterschiedlich sein und muss halt auch nicht selbst für dasselbe Logo genau gleich sein wie bei mir. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich gerne über einen Daumen nach oben freuen und schreibt auch gerne in die Kommentare, was ich noch verbessern kann oder was ich schon gut gemacht habe. Und ansonsten würde ich mich gerne freuen, wenn ihr auch wieder im nächsten Video dabei seid.